أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. يا من يرى، مد البعوض جناحها، جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى ويرى مناف عروقها في نحرها، في نحرها. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Erstmal, liebe Geschwister, grüße ich euch alle recht herzlich. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, das ist der islamische Gruß, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat. Wir sagen nicht Hello und Bye Bye und Welcome, sondern wir sind Muslime. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns geehrt mit diesem Friedensgruß, so dass wenn du deinen Bruder mit diesem Friedensgruß begrüßt, dass er dir sofort ins Gesicht lächelt. Und wie oft hast du Muslime wieder daran erinnert, durch diesen Friedensgruß, dass sie Muslime sind? Wallahi, viele haben vergessen, dass sie Muslime sind. Möge Allah Azza wa Jal alle Muslime zur wahren Religion wieder zurückführen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns am Tage der Auferstehung genauso zusammensitzen lassen, wie er uns hier miteinander versammelt hat. Und ich gebe euch eine frohe Botschaft, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal hat uns heute nur aus einem Grund hier zusammen versammelt, damit er uns inshaAllah, inshallah, und er ist der Allbarmherzige, am Tage der Auferstehung mit den Besten seiner Diener versammelt. Allah hat ein Paradies erschaffen, was er für seine gläubigen Diener erschaffen hat, und er möchte sie ehren. Er möchte, dass sie das Beste bekommen. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, am Tage der Auferstehung, da wo Allah subhanahu wa ta'ala die Gottesfürchtigen, gehörst du dazu? Wo Allah subhanahu wa ta'ala die Gottesfürchtigen wie eine Geerdengruppe vorführen wird, das bedeutet auf beste Art und Weise. Hier in dieser Dunya legt man einen roten Teppich, aber bei Allah gibt es was Besseres als einen Ikea-Teppich. Möge Allah uns bewahren. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala wird die gottesfürchtigen Diener versammeln als eine geehrte Gruppe, weil er weiß, subhanahu wa ta'ala, und er hat ihnen geholfen zu diesem Weg. Allah hat ihnen Nur gegeben, Licht gegeben, damit sie diesen Weg bestreiten. Und Allah, der ihnen Licht gegeben hat, ohne ihn hätten sie niemals diesen Weg gefunden. Allah ist es auch, der diese Diener in das Paradies führt. Erst leitet Allah dich zu diesem Weg und dann belohnt er dich unendlich für diesen Weg. Allahu Akbar. Und du hättest niemals diesen Weg bestreiten können, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es nicht wollte. Wollt ihr wissen, was die Paradiesbewohner sagen, wenn sie das Paradies betreten? Möchtet ihr das wissen? Sie sagen, Alhamdulillahi alladhi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahu Akbar. Sie sagen, alles Lob gebührt Allah, der uns zu diesem Weg geleitet hat. Ohne ihn hätten wir diesen Weg niemals bestritten, und sie werden einen wunderschönen Empfang bekommen, wenn die Tore des Paradieses aufgehen und sie in dieses ewige Leben eintreten werden, und es wird nie wieder der Tod zu ihnen kommen. Ein Paradies, wo es keinen Tod mehr geben wird. Ein Paradies, wo es keine Sorgen und kein Kummer mehr geben wird. Und ein Paradies, wo niemand alt und krank wird. Die Menschen im Paradies werden von Tag zu Tag hübscher. Allahu Akbar. Ein Mann kann seinen Blick 40 Jahre nicht von seiner Paradiesjungfrau abwenden. 40 Jahre. Wie wunderschön ist diese Frau. Hört, was Malik ibn Dinar, rahimullah ta'ala, einer der Tabi'in, sagt. Wenn Allah für die Paradiesbewohner nicht geschrieben hätte,
dass sie ewig leben, dann würden sie sterben beim Anblick an ihrer Paradiesfrau. Möchtest du eine haben? Dann musst du geduldig sein. Zeige hier Geduld und morgen, insha'Allah ta'ala, wirst du eine gigantische Belohnung dafür bekommen. Aber leider, der Mensch, er ist voreilig. Er möchte schnell die Genüsse des Lebens bekommen und er wartet nicht ab, bis er im Paradies die Tür des Genusses aufschlagen kann. Ich sage nicht aufmachen kann, aufschlagen kann. Denn im Paradies gibt es keine Grenzen des Genusses. Wenn du eine Sache genießt, so ist sie im nächsten Moment wieder ein ganz neuer Genuss. Allahu Akbar. Möchtest du das? Dann sei geduldig. Wenn wir mit einem Käfer sprechen, mit einem Ungläubigen, der uns sagt, dass er lebt, wir sagen ihm, wir leben auch in dieser Dunya. Alhamdulillah, wir leben gut. Aber wenn wir sterben, dann verliert einer von uns beide. Und zwar der, der nicht an die Abrechnung glaubt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, زَعْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, unser geehrter Gesandter, er sollte sprechen. Die Kuffar, sie glauben nicht daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie wieder auferstehen lässt. Sprich, O Muhammad, Allah befiehlt ihn. Sprich bei deinem Herrn, Allah. Er schwört auf sich selber, sie werden wieder auferstehen. Und dann werden wir sie vorführen und sie für ihre Taten, die sie in dieser Welt gemacht haben, abrechnen. Eine Frage, lieber Bruder und liebe Schwester. Wenn du eine Sünde machst, weißt du, dass Allah dich sieht? Hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht, ob Allah dich sieht? Und du solltest wissen, derjenige, der dich sieht, ist auch der, der dich abrechnet. Allah ist über alles Zeug. Niemand kann in dieser Welt etwas tun, außer dass Allah Azza wa Jal, der Allmächtige, ihn dabei sieht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte uns, und Allah subhanahu wa ta'ala ist über seinem Thron, liebe Geschwister. Wir sind von Ahlus Sunnah wal Jama'a, nicht von Ahlul Dalal. Allah ist über seinem Thron und von über seinem Thron. Und es gibt 7 Himmel und zwischen jedem Himmel sind 500 Reisejahre Unterschied. Allahu Akbar. Schau mal, der erste Himmel zum zweiten Himmel 500 Jahre, dann wieder 500 Jahre. Bis zum 7. Himmel, dann kommt das Wasser. Und dann kommt der Kursi, der Schemel, dann kommt der Thron und Ibn Mas'ud radiallahu an, er sagte, Wallahu fauqa dhalik. Und Allah ist über seinem Thron. Von dieser Distanz sieht Allah subhanahu wa ta'ala eine schwarze Ameise in einer dunklen Nacht auf einem schwarzen Stein laufen. Fühlst du dich sicher vor ihm? Denkst du, er sieht dich nicht? Du bist etwas dicker als eine Ameise. Daher fühle dich nicht sicher, dass du von Allah subhanahu wa ta'ala nicht beobachtet wirst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns an diesem Tage Barmherzigkeit in unsere Herzen legen, dass wir ab diesem Tag unsere Religion besser praktizieren, liebe Geschwister. Allahumma amin. Das Thema heute an euch, liebe Geschwister. Wie merke ich, ob ich Allah subhanahu wa ta'ala liebe? Und es ist wahrlich ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns Muslime, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala richtig kennenlernen. Denn er ist unser Herr und er wird uns am Tage der Auferstehung abrechnen, liebe Geschwister. Es gibt eine Frage, die ein Gläubiger sich immer wieder und zu jeder Zeit stellt. Und niemand anderes als ein Gläubiger stellt sich diese Frage. Fragst du dich auch manchmal, ob Allah subhanahu wa ta'ala dich liebt? Du bist natürlich selbst von dir überzeugt, dass du Allah subhanahu wa ta'ala liebst. Und wenn man dich fragt, ob du Allah subhanahu wa ta'ala liebst, dann kommt ein klares Ja von dir. Das ist alhamdulillah erstmal ein gutes Zeichen. Wenn du behauptest, dass du ihn liebst.
Aber die Frage ist nicht, lieber Bruder und liebe Schwester, ob du Allah liebst, sondern viel wichtiger ist die Frage, ob Allah dich liebt. Liebt Allah dich? Hast du dir einmal die Frage gestellt? Der allmächtige Herr, Allah, der alles erschaffen hat in dieser Welt, in diesem Universum, was wir sehen und was wir nicht sehen, liebt er mich? Bin ich es würdig, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich liebt? Und er hat Milliarden von Dienern, solche Diener wie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bin ich es überhaupt würdig, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich liebt? Es ist wichtiger, dass er dich liebt, subhanahu wa ta'ala, und nicht, dass du nur behauptest, dass du ihn liebst. Und du solltest wissen, wenn Allah azza wa jal dich liebt, dann wird er dich nicht bestrafen. Ey Wallah, das ist ein Gesetz, liebe Geschwister. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich liebt, dann wird er dich nicht bestrafen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er stand einmal mit den Sahaba. Und er brachte ihnen etwas bei. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hat den Tauhid in die Herzen der Sahaba eingepflanzt, liebe Geschwister. Er sah eine Frau, die ihr Kleinkind nach einiger Zeit wiedergesehen hatte. Und sie hat dieses Kleinkind genommen und fest an ihre Brust gedrückt. So fragte er die Sahaba radiallahu anhum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ihr Lehrer und ihr Liebling. Er fragte sie, ob sie denken, dass diese Frau ihr Kind in das Feuer werfen würde. So sagten sie daraufhin, liebe Geschwister, Ya Nabi Allah, ma kanat hadihi litulqiya ibnaha fin nar. O Gesandter, o Prophet, diese Frau würde niemals ihr Kind in das Feuer werfen. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, was sagt ihr, wenn ihr Prophet hört, dann sagt ihr sallallahu alaihi wa sallam. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, La wallahi la yulqi Allahu habibahu fin nar. Nein, bei Allah, Allah wird niemals seinen Liebling in das Feuer hereinwerfen. Bist du ein Liebling Allahs? Allah bestraft dich nicht, wenn du sein Liebling bist. Aber die Frage ist, liebt Allah subhanahu wa ta'ala dich? Bist du dir sicher, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich liebt? Warum sollte Allah subhanahu wa ta'ala seine Lieblinge bestrafen? Aber, liebe Geschwister, wir müssen etwas für die Liebe Allahs subhanahu wa ta'ala tun. Und es reicht nicht nur zu sagen, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Allah azza wa jal berichtet uns über die Juden und die Christen. Die Juden und die Christen, sie sagen, wir sind die Kinder Allahs und seine Lieblinge. Diese Leute haben behauptet, dass sie die Lieblinge von Allah subhanahu wa ta'ala sind. Schaut, wie die Antwort von Allah prompt kam. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ اللَّهِ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ Warum bestraft Allah euch dann für eure Sünden, die ihr begeht? Reicht es aus, dass du nur behauptest, dass Allah dich liebt? Nein, du musst die Liebe Allahs subhanahu wa ta'ala erreichen. Und das ist unser Thema heute. Wie werden wir die Liebe Allahs subhanahu wa ta'ala erreichen, liebe Geschwister? Höre erstmal, lieber Bruder und liebe Schwester, und das ist eine schöne Botschaft für alle. Wenn Allah azza wa jal dich liebt, da passiert etwas in der Welt, was du nicht mitbekommst. Es passiert etwas im Universum, wenn du von Allah subhanahu wa ta'ala geliebt wirst. Abu Huraira radiallahu anhu arda, er berichtete, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Inna Allah, idha ahabba abadan, nada Jibril. Wenn Allah einen Diener liebt, dann ruft er Jibril. Wer ist Jibril? Jibril ist der mächtigste Engel von Allah. Jibril besitzt 600 Flügel, liebe Geschwister. Und jeder einzelne Flügel von Jibril deckt den gesamten Horizont ab. Jibril alayhi salam hat einmal geschrien und ein ganzes Dorf ist vernichtet worden durch diesen Schrei. Was denkst du, was für eine Macht und eine Gewaltigkeit Jibril alayhi salam besitzt? Der gewaltigste Engel von Allah subhanahu wa ta'ala.
فيقول جبريل لأهل السماء إن ربكم أحب فلانا فأحبوه. So sagt Jibril alayhi salam, indem er ausruft zu den Geschöpfen des Himmels, und es sind die Engel, die besten und reinsten Wesen von Allah azza wa jal, und er hat sie aus Licht erschaffen, liebe Geschwister. Ein Engel ist aus purem Licht erschaffen. Und ein Engel, er widersetzt sich Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Das sind die besten Diener. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er nimmt das Bittgebet der Engel an. Jibril alayhi salam, er ruft aus zu den Bewohnern des Himmels: Allah, euer Herr, er liebt den und den, so liebt ihn auch. Allahu Akbar. So werden ihn die Engel lieben. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. Dann wird er unter den Erdenbewohnern lieb gemacht. Das heißt, die Erdenbewohner lieben dich auch. Allahs Liebe. Wer kann sich ihr widersetzen? Wenn Allah einem Diener etwas aufzwingen möchte, dann zwingt er ihn zu dieser Sache, und der Diener hat überhaupt keine Macht, sich dieser Sache zu widersetzen. Allah. Möchtest du, dass Jibril in den Himmel hereinruft: O Engel des Himmels, liebt alle Fatima, liebt alle Ali, liebt alle Muhammad? Weißt du, was passiert in diesem Moment, wenn sie diese Botschaft bekommen von Jibril? Die Engel machen Dua für dich die gesamte Zeit über, und sie bitten Allah, dass er dir deine Sünden vergibt. Möge Allah uns unsere Sünden vergeben. Möchtest du nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich liebt? Wenn Allah dich liebt, dann werden all die Himmelbewohner dich lieben. Und nach den Himmelbewohnern auch die Erdenbewohner. Sie werden dich lieben, aber wenn Allah azza wa jal dich hasst, so wird auch ausgerufen: Allah hasst den und den, so hasst ihn auch. Willst du, dass die Engel damit beschäftigt sind, Dua, Bittgebet gegen dich zu machen, weil Allah dich nicht liebt? Und die Engel, sie lieben nur, was Allah liebt. Und die Engel lieben nicht, was Allah azza wa jal auch nicht liebt, liebe Geschwister. Ey Wallah, was, wenn ein König dich in dieser Welt liebt? Er kann dir alles besorgen, was du brauchst in dieser Welt. Aber stell dir vor, Allah, der Herr des Königs, er hat noch viel mehr Gnaden für dich übrig. Willst du wissen, was richtige Liebe ist? Hört, was einige der Salaf gesagt haben, liebe Geschwister. Einige unserer tugendhaften Vorfahren. Sie sagten: Allahumma in kunta katabta li ahadin ay yusalli fi qabrihi faj'alni mimma yusalli fi qabrihi. O Allah, wenn du für jemanden vorgeschrieben hast, in seinem Grab beten zu müssen, dann mache mich unter denen, die in ihren Grab beten werden. So sehr haben sie Allah geliebt. Sie hätten auch in ihren Gräbern weiter Allah subhanahu wa ta'ala angebetet, wenn er es ihnen vorgeschrieben hat. Aber Allah hat das nicht für sie geschrieben. Ist das Liebe, liebe Geschwister? Und schaut, wie schwer es uns fällt, ein Gebet zu beten. Ha? Subhanallah al-Azim. Wir kennen das unter den Leuten, wenn sie hören, irgendwo ein Sonderangebot, du siehst, wie er losblitzt. Er hört zum Beispiel PlayStation 3 oder 4, ich weiß nicht, welche Nummer jetzt. Ist ja immer was Aktuelles. Habt ihr mal gesehen, wie viele Muslime vor Mediamarkt stehen? Habt ihr das mal gesehen? Ja, du denkst, die machen Tawaf, aber nicht um die Kaaba, um Mediamarkt. Ja Allah, gib uns PlayStation. Ja Allah, so wie die Leute beim Tawaf Bittgebete machen, so machen sie beim Mediamarkt Bittgebete. Oh Allah, ermögliche uns eine PlayStation. Ich möchte so gern ein gelbes Raumschiff abschießen. Ja Allah! Und er weint fast dabei. Subhanallah. Hat dieser Mensch verstanden, liebe Geschwister? Es gibt Leute, die strengen sich an für diese Dunya. Aber es gibt Leute, sie strengen sich an, und ihre größte Sorge ist, ob Allah sie liebt oder nicht. Das ist ihre Sorge. Du siehst ihn traurig, wenn er eine Sünde gemacht hat. Du siehst ihn traurig, wenn er eine Sünde gemacht hat. Ey Wallah. Und schaut, wenn wir eine Sünde gemacht haben,
wir sind nicht so traurig, wie wenn wir Geld verlieren. Wenn wir eine Sache von der Dunya verlieren, sind wir trauriger, als wenn wir eine Sünde machen. Und wenn wir in der Dunya etwas bekommen, Geld oder sonstiges, dann sind wir froher, als wenn wir eine gute Tat machen. Stimmt mit uns alles? Ist das der Weg, wie man Allah subhanahu wa ta'alas Zufriedenheit erreicht, liebe Geschwister? Warum muss ich Allah subhanahu wa ta'ala lieben? Wer von euch, der hier sitzt, liebt sein Leben nicht? Er kann sich ruhig melden. Gibt es jemand hier in dieser Runde, der sein Leben nicht liebt? Ganz im Ernst. Würde heute jemand Selbstmord machen? Ich rufe nicht auf dazu, ja? Aber ich frage, würde jemand heute Selbstmord machen? Okay. Dass ihr keinen Selbstmord machen wollt, ist ein Beweis dafür, dass ihr euer Leben nicht besonders hasst. Eine Frage: Wer hat dir dein Leben geschenkt? Darwin? Oder ein Affe? Schaut mal, bis heute unterrichten sie das in den Schulen. Warum? Sie wollen die Leute verwirren. Na, irgendwann mal war ein Affe da. Okay, nennen wir ihn King Kong. King Kong spielt Ping-Pong, ihr wisst. King Kong. King Kong hat uns erschaffen. Wer war vor King Kong? Kong King, oder was? Ja, und danach? Und davor? Und davor? Und davor? Schaut mal, wie sie die Leute betrügen wollen. Sie erzählen etwas von einer Urknalltheorie. Damit etwas zusammenknallen kann, muss dieses erstmal entstehen. Wer lässt eine Sache entstehen außer Allah? Sagt man hier nicht, von nichts kommt nichts? Allahu khaliqu kulli shay. Allah ist der Erschaffer von allem. Alhamdulillah. Das ist fest in unserem Herzen. Wer ein Sohn von einem Affen sein möchte, bitteschön. Aber wir sind die Kinder von Adam alayhi salam. Der erste Mensch, der von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen wurde. Lieber Bruder und liebe Schwester, du liebst doch dein Leben, richtig? Warum machst du keinen Selbstmord? Weil du dein Leben liebst. Wenn du dein Leben liebst, warum liebst du nicht denjenigen, der dir dieses Leben geschenkt hat? Der dir dieses Leben geschenkt hat. Warum liebst du ihn nicht? Wenn es nur das wäre, was Allah für dich getan hätte, dass er dir dieses Leben geschenkt hat, würde es nicht genügen, um ihn zu lieben. Aber Allah hat dir nicht nur dieses Leben geschenkt, sondern Allah hat dich mit allen Annehmlichkeiten versorgt, was du heute in deinem Leben brauchst. Bei so einem kalten Wetter ist es nicht schön, sich an die Heizung zu kuscheln, liebe Geschwister. Wärme. Wer hat dir das gegeben außer Allah? Wer lässt dich lächeln außer Allah? Wer ist derjenige, der, wenn du traurig bist, dir wieder Zufriedenheit in deinem Herzen gibt? Wer heilt dich, wenn du krank bist? Wer bedeckt deine Sünden von morgens bis abends und du selber schämst dich über deine eigenen Sünden, die du gemacht hast? Und wenn du selber ein Urteil über dich fällen müsstest, du würdest sagen, ich verdiene nur das Höllenfeuer. Aber Allah hat dich bedeckt mit diesen Sünden. Er hat niemand von der Schöpfung dich sehen lassen, damit er dir am Tage der Auferstehung für diese Sünden vergibt, wenn du bereust. Sage mir bitte, lieber Bruder und liebe Schwester, bei wie vielen Sünden wurdest du ertappt? Bei wie vielen? Bei den meisten oder bei den wenigsten? Du wirst mir sagen, bei den wenigsten. Weißt du, warum das so ist? Allah möchte dir vergeben. Aber wenn du bereust. Allah bedeckt uns mit unseren Sünden. Wie viele abscheuliche Sünden haben wir begangen und wir begraben sie tief in unserem Herzen und wir würden uns in Grund und Boden schämen, wenn dieses herauskommt. Aber Allah erwartet, subhanahu wa ta'ala, bis du bereust, damit er dir vergibt. ثم تاب عليهم
liyatubu. Allah erleitet dich zur Reue, damit er dir vergibt. Er lenkt dich erstmal dazu und dann nimmt er deine Reue an. Sag mir billah, wer hat dich zu dieser Reue geleitet? Du sagst, ich habe Demut gehabt, ich habe geweint. All das ist von Allah. Thumma taba alayhim liyatubu. Dann hat er sie zur Reue gelenkt, damit sie bereuen. Damit er ihre Reue annimmt. Subhanallah al-Azim. Kennst du überhaupt deinen Herrn? Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagt, wenn Allah nicht wollte, dass er einem Diener vergibt, hätte er ihn nicht zur Reue geleitet. Wenn Allah nicht wollte, dass er einem Diener vergibt, hätte er ihn nicht zur Reue geleitet. Hat Allah dich bereuen lassen? Also, möchte Allah, dass er dir vergibt. Liebe Geschwister, wenn du denkst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht liebt, dann frage dich warum. Frage dich ernsthaft, warum liebt Allah subhanahu wa ta'ala mich nicht? Gibt es Gründe dafür? Zum Beispiel, du lügst. Du lügst, ey Wallah. Und jetzt haben wir mittlerweile einen Zustand erreicht, wo die Leute lügen bei Dingen, wo sie nicht einmal lügen müssten. Wir haben diesen Zustand erreicht. Der sagt, Wallahi, das ist mein Lutscher. Und der lügt. A'udhu billah. Wegen einem Lutscher verkaufst du deine Religion? Lüge nicht. Pass auf deine Wörter. Warum liebt dich Allah subhanahu wa ta'ala nicht? Vielleicht lügst du. Liebt Allah, dass du lügst? Du sagst mir nein. Ja, warum sollte Allah dich dann lieben, wenn du lügst? Oder du, Bruder, du sitzt im Shisha-Café. Ja, es gibt ja schöne Namen für Shisha-Cafés. Baraka, mashallah. Wo sollen die Baraka herkommen? Aus der Shisha-Pfeife? Alles ist heute Baraka, alles. Du sitzt vielleicht in einer Shisha-Café. Und während du da sitzt und Allah wahrlich nicht mit dir zufrieden ist, weil du dich an einem Ort begeben hast, den Allah Azza wa Jal nicht liebt, dann kommt ein Freund von dir, Muhammad, dein Homie. Er sagt dir, MashaAllah, hast du diese Frau schon gesehen? Und macht sein Handy auf. MashaAllah. Wir wissen, dass Allah gesagt hat, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَرُدُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Sprich zu den Gläubigen, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie ihre Blicke senken sollen. Dann sagt er dir, MashaAllah, ich habe hier so ein schönes Video. Und wal'iyadu billah. Sie speichern dreckige, versaute, schmutzige Videos. Ein Tier würde sich schämen, wenn er so ein Video sehen würde. So sitzt er im Shisha-Café und guckt mit seinem Homie, Naam, Ute, im Kindergarten. Schau mal, Achim, schau mal. Oh, MashaAllah. Töbe, töbe, töbe. Sagt der Bruder, was machst du da? Wir können später bereuen. Ach, lass uns jetzt, lass mal den Todesengel. Der hat auch irgendwann Pause und muss was essen. Nein. Wallahi, nein. Wenn er kommt, kommt er. Und wenn du in diesem Shisha-Café sitzt und dir gerade dieses versaute Filmmaterial anguckst, dann kommt er. Er hat nur einen festen Termin, dass er an deine Tür klopft, wenn die Zeit des Klopfens da ist. Wenn du in so einem Café sitzt, glaubst du, dass Allah dich liebt? Mit all den Taten, die damit verbunden sind. Und du, Schwester, wenn du halbnackt auf der Straße herumläufst, du wirst mir sagen, ich habe eine gute Absicht dabei. Dann frage ich dich, was soll deine gute Absicht sein, wenn du halbnackt auf der Straße läufst? Dass jemand dir hinterher pfeift? Sowieso, wir haben einen Zustand erreicht, die Männer pfeifen alles hinterher, was keine Beinhaare hat. Alles. Egal. Er macht tschü, tschü. Ach so, das war ja ein Kamel. Er merkt das gar nicht mehr. Die Höcker haben ihn verunsichert.
A'udhu billah. Haben wir so einen Zustand erreicht, liebe Geschwister? Was ist los mit dir, Schwester, dass du Allah subhanahu wa ta'ala nicht fürchtest? Dass du Allah subhanahu wa ta'ala nicht fürchtest. Er hat dir diesen schönen Körper gegeben, aber nicht, damit du ihn präsentierst, damit du ihn reinhältst. Reinhältst für deinen Ehemann, der dich einzig und alleine sehen darf. Dein Ehemann darf dich genießen und sonst darf keiner deinen Körper sehen. Khalas. Möchtest du dich nicht reinhalten? Begehrst du es, dass Blicke dich anschauen? Ist es das, was du möchtest? Kommst du dir, und verzeih mir die Worte, Schwester, nicht billig vor, wenn Leute dir hinterher pfeifen? Ein Scheich saß einmal mit ein paar Jugendlichen. Er sagte zu ihnen, was macht ihr den ganzen Tag? Diese Jugendlichen waren nicht nur Sünder, sie haben auch ihre Sünden zugegeben. Manche verstecken ja noch ein bisschen ihre Sünden, aber sie haben gesagt, Scheich, ganz im Ernst, wir hängen die ganze Zeit im Center herum und laufen den Frauen hinterher. Er sagte, das macht ihr die ganze Zeit? Sie sagen, ja, Scheich, wir beschäftigen uns damit. Dann sagte er, okay, dann habe ich eine Frage. Was macht ihr, wenn ihr eine tugendhafte Frau seht, die richtig islamisch bekleidet ist? Dann sagte einer von den Sündern, Wallahi, wenn ihr irgendjemand etwas antut, dann würde ich sie mit meinem Leben retten. Schaut mal, Respekt. Selbst diese ekligen Jungs, die nichts anderes zu tun haben, als an einer Straßenecke zu stehen und selbst die wissen, was es bedeutet, eine ehrenhafte Frau zu haben. Und ganz im Ernst, Schwester, auch wenn dir so ein schmutziger Mann hinterher pfeift, weder möchte er dich heiraten, noch möchtest du ihm heiraten, weil ihr beide wisst, ihr seid verdorben. Schwester, du bedeckst dich nicht richtig. Verlangst du von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dich liebt. Und du hast gerade seinen Zorn herbeigerufen, dadurch, dass du nackt auf der Straße herumläufst und Jugendlichen den Kopf verdrehst und der Ärmste nicht einmal mehr nach Hause findet. Und danach, all die Sünden wirst du tragen, wenn er dich tausendmal anguckt und er ist nicht der Einzige, der auf der Straße herumläuft. Bist du bereit, dass jeder Blick, der auf dich geworfen wird, auch gleichzeitig eine Sünde in deinem Register ist? Ich denke nicht, dass du bereit bist. Deswegen bereue bei Allah und suche die Vergebung bei Allah subhanahu wa ta'ala und versuch dich ab heute tugendhaft anzuziehen. Denn wenn du dich tugendhaft anziehst, richtig islamisch bekleidest mit einem Hijab, dann schützt du dich und die Brüder. Und du erlangst Allah subhanahu wa ta'alas Zufriedenheit, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Wenn du behauptest, dass du Allah subhanahu wa ta'ala liebst, dann musst du dich erstmal Allah subhanahu wa ta'ala nähern. Du bist ein Gläubiger, du musst dich erstmal Allah subhanahu wa ta'ala nähern. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem heiligen Hadith, Man taqarraba minni shibra, taqarrabtu minhu dhira'a. Derjenige, der sich mir eine Handspanne nähert, das ist eine Handspanne, liebe Geschwister, dem nähere ich mich mit einer Elle. Schaut mal, das ist nochmal das Dreifache. Du nährst dich Allah mit einer Handspanne, während Allah subhanahu wa ta'ala sich dir mit einer gesamten Elle nährt. Allah subhanahu wa ta'ala könnte sagen, wer sich mir eine Handspanne nährt, den nähre ich mich auch eine Handspanne. Aber hier siehst du die Barmherzigkeit Allahs. Du eine Handspanne und Allah eine ganze Elle. Er wartet nur darauf, dass du den ersten Schritt machst. Und viele, liebe Geschwister, haben ein Problem, den ersten Schritt zu machen. Wenn du manche heute fragst, warum fängst du nicht an, sofort deine Religion zu praktizieren, dann sagen sie, ich bin noch nicht perfekt. Ja, wir sagen ihnen, das wirst du auch nie werden. Das wirst du bei Allah niemals werden. Weder sind wir perfekt, noch sollen die anderen perfekt sein. Du wirst das niemals werden. Wenn du möchtest, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich liebt, so musst du den Anfang machen. Aber wenn du Allah lieben möchtest, dann sollte diese Liebe wahrhaftig sein. Es sollten keine leeren Worte sein, liebe Geschwister. Damit Allah azza wa jall nicht in dir einen Lügner sieht. Allah azza wa jall, er wird diese Lügner am Tage der Auferstehung bestrafen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Hatta idha jaa ahadahumul maut, qala rabbi irji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Bis zu einem von euch der Tod kommt. Der Tod klopft an seiner Tür.
Dann sagt er, o mein Herr, lasse mich zurückkehren zur Dunya, damit ich von den guten Taten mache, die ich vorher nicht getan habe. Allah subhanahu wa ta'alas Antwort kommt, kalla! Niemals, tausendmal nein. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Aber keineswegs, das ist nur ein Wort, was er, dieser verdorbene Lügner, spricht. Jedes Mal sagt er, ich bereue, er bereut nicht. Und er macht immer schlimmere Sünden. Er sagt in einem Moment, wo er eine Lebenskrise hat, ja Allah, vergib mir alle Sünden, ich will ab jetzt mich ändern. Am nächsten Tag macht er wieder dasselbe. Er betet nicht, er fastet nicht, er redet Schlechtes, er redet Versautes, er lügt von morgens bis abends und eigentlich mag ihn keiner. Er mag sich selber nicht. Kennt ihr Leute, die für einen Euro sich selber eine geben würden? Kennt ihr die? Der liebt sich selber nicht. Der mag sich nicht, der kann sich nicht aufstehen. Warum sagen viele, ich hasse mich selber? Weil er ein schlechter Mensch ist und kein guter Mensch ist, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu diesem Diener, der immer wieder sagt, ich will, dann kehrt er zurück, ich will, er kehrt zurück. Allah sagt, das ist nur ein Wort, was dieser Lügner spricht. Und zwischen ihnen ist eine Schranke bis zum Tage der Auferstehung. Das bedeutet, er kann zur Dunya nicht zurückkehren. Allah hat dein Buch bereits geschlossen. Du wirst nicht mehr eine einzige gute Tat machen können, denn du hattest hier 30, 40, 60 Jahre gehabt. Deswegen, lieber Bruder und liebe Schwester, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen willst, damit er dich liebt, dann musst du den ersten Schritt machen. Aber wenn du den ersten Schritt machst, dann gehst du einen Vertrag ein zu den Bedingungen von Allah und nicht zu deinen Bedingungen. Das bedeutet, wenn du die Liebe Allah subhanahu wa ta'ala erreichen möchtest, dann höre, was Allah azza wa jall dir in dieser heiligen Überlieferung sagt. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَدْتُ عَلَيْهِ. Mein Diener nährt sich mir durch die Pflichten, die er macht. Wenn ich dich frage, machst du deine Pflichten gegenüber Allah? Wallahi, ich wundere mich. Wir leben in einer Zeit und ihr kennt, im Monat Ramadan gibt es einen besonderen Tag. Welcher ist dieser Tag? Na? Laylatul Qadr. Was ist an diesem Tag in den Moscheen los? Du findest keinen Platz. Ich möchte beten, musst du rausgehen. Voll. Laylatul Qadr ist voll. Eine Frage. Dass man Laylatul Qadr erreicht, diese gesegnete Nacht, möge Allah sie uns immer erreichen lassen. Dass man sie erreicht, ist das eine Sunna oder ist das eine Pflicht? Hä? Eine Sunna. Wer hat Pflicht gesagt? Wir haben auch einen Raum hier für Leute, die falsche Urteile haben. Das ist eine Sunna, liebe Geschwister. Aber seht ihr nicht, dass an diesem Tag die Moscheen voll sind, während an jedem einzelnen Pflichtgebet kein einziger Muslim in der Moschee erscheint? Was sollst du zuerst machen, deine Pflichten oder deine Sünden? Du musst erstmal deine Pflichten machen, lieber Bruder und liebe Schwester. Du musst erstmal das tun, was Allah Azza wa Jal dir verpflichtet hat. Das bedeutet, wichtiger als den Koran auswendig zu lernen, ist es erstmal zu beten. Und wichtiger, als dass du erstmal dieses und jenes Urteil lernst, ist es, dass du erstmal das lernst, was für dich wichtig ist, wie du betest, wie du fastest, wie du zum Hajj pilgerst. Das ist wichtiger. Und wichtig ist erstmal, dass du lernst, dass du nur aus einer Halal-Quelle essen darfst. Dein Essen darf nicht von einer Haram-Quelle sein. Wir haben ja heute Spezialisten. Habt ihr so etwas wie Jobcenter hier in Berlin, in München? Jobcenter habt ihr? Ja. Bei uns in Berlin sagen sie JC, damit sie sich nicht schämen müssen. Ja? Ich gehe heute zu JC. Wer ist JC? Er meint Jobcenter. Na, JC, sowieso alles ist kurz geworden. Ja? Wenn du zu JC gehst, füllst du dann falsche Anträge aus, damit du Geld bekommst? Welches du erworben hast durch eine Lüge, denn sonst hättest du es nicht bekommen.
wenn du von einer Haramquelle isst, so wird Allah vielleicht deine gesamten Taten nicht annehmen. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah ist gut und gütig und er akzeptiert nur das, was halal ist. Nur das. Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagst du, naja, aber ich brauchte doch Köpfchen, um ihn zu betrügen. Denkst du, Allah wird dich dafür belohnen? Dass du Köpfchen hattest, damit du betrügst? Deswegen, liebe Geschwister, wenn wir uns von solchen Quellen ernähren, das ist Haram. Allah, er wird vielleicht unsere gesamten Taten nicht annehmen. Einer der großen Gelehrten, er wurde gefragt, was ist, wenn ein Mann auf seinem Esel zum Hajj reitet und er nimmt diese ganze Strecke auf sich, aber dieser Mann hat den Hajj finanziert aus einer Haramquelle. Das heißt, das Geld war verboten, womit er zum Hajj gereist ist. So sagte der Gelehrte, der Esel hat den Hajj gemacht, aber nicht der Mann. Möge Allah den Esel belohnen. Hat sich hier nur weh. Schaut mal, subhanallah al-Azim. Der Esel hat den Hajj gemacht, aber er nicht. Weil das aus einer Haramquelle entstanden ist, liebe Geschwister. Ein Muslim muss lernen, dass er nur halal essen darf. Achte darauf, wenn du Wurst kaufst, nicht, ja, Kaufland, ich vertraue ihn, sondern dass du kaufst bei gottesfürchtigen Leuten. Mehr kannst du nicht machen. Jetzt gibt es auch Leute, die übertreiben. Der geht rein in den Laden, der hat einen Geheimdienstbericht. Wo wohnst du? Woher kommst du? Wie viele Kinder hast du? Wo waren deine Schafe? Welche Abstammung haben deine Schafe? Sind sie von Qurayshiten? Sind sie von Haschimiten? Sind sie von... 1000 Fragen. A'udhu billah, fürchte Allah. Du bringst diesen Bruder in Bedrängnis. Wenn du weißt, er ist allgemein ein gottesfürchtiger Bruder, dann kauf von ihm. Weil wenn einer halal schreibt auf seine Ware, dann bedeutet das, er weiß, was dieser Name bedeutet, richtig? Sonst würde er nicht damit werben. Aber dann gibt es einen anderen, einen Untertreiber. Also das Fleisch ist rot, ich denke, das ist halal. Subhanallah. Und so siehst du Untertreiber und Übertreiber. Achte darauf, lieber Bruder, dass du immer halal isst. Wir wissen, viele von uns haben schon ein ganzes Schwein gegessen, ohne es gemerkt zu haben. Wisst ihr das? Ja? Weil man auf Sachen halal schreibt, aber da ist Haram drin. Möge Allah diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die die Muslime betrügen. Du musst erstmal tun, was deine Pflicht ist, lieber Bruder und liebe Schwester. Denn dieses wird dir am Tage der Auferstehung wirklich erstmal deinen Gewinn bringen. Du darfst nichts mehr lieben als Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du in einem Moment mit deiner Frau sitzt und sie dir auf eine romantische Art und Weise in die Augen schaut und du schaust ihr in die Augen und du eine wichtige Frage an ihr hast, wie sehr liebst du mich? Sie sagt dir, ich liebe dich, aber neben dir lieb ich noch einen anderen. Frage, wirst du dich gut fühlen? Ich weiß, du rufst Mustafa an, hol mal größte Dönermesser, Mustafa. Heute habe ich Lust zu schlachten. Eine Frage, lieber Bruder und liebe Schwester. Du sagst zu deiner Frau, wie sehr liebst du mich? Sie sagte, ich liebe dich, aber neben dir liebe ich noch jemand anderen. Wirst du dich gut fühlen? Antwort? Nein. Ich? Ja? Du liebst, wenn deine Frau neben dir einen anderen liebt? Na, pass auf. Kein Problem. Stell dir vor, sie sagt dir, ich liebe einen anderen neben dir. Allah hat das höchste Beispiel. Nicht ein Mensch. Allah. Was denkst du, ob du gerecht bist gegenüber Allah, wenn du neben Allah jemand anderen liebst? Und Allah ist der Vollkommene. Allah ist der Vollständige. Er hat keine Fehler und keine Mängel. Dann sagst du zu deiner Frau, wer ist es da? Wer ist dieser Mann, den du neben mir liebst? Sie sagt dir, ja, er ist eigentlich ein Hübscher, aber er humpelt. Dann sagst du, was? Du hast jemanden neben mir, der humpelt? Ich, schau mich an.
Und wie ist das mit Allah, dass du neben Allah jemanden liebst, der voller Mängel ist und den Allah erschafft? Ist das gerecht? Lieber Bruder und liebe Schwester, ich möchte dich fragen, ist dieses gerecht? Allah erschafft und wir danken jemand anderem. Subhanallah al-Azim. Was für ein großer Verbrecher dieser Mensch ist. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Und es gibt welche unter den Menschen, sie lieben anderes, wie man nur Allah subhanahu wa ta'ala lieben darf. Möge Allah uns weit von diesen Menschen entfernen. Allah hat sie erschaffen. Allah versorgt sie von morgens bis abends mit allen Annehmlichkeiten. Und trotzdem lieben sie jemand anderes. Genau wie Allah oder mehr als Allah. Und so hast du manche von den sogenannten Muslimen. Der hat eine Frau, die führt ihn an der Nase herum. Und vielleicht ist sie nicht mal Muslima. Sie betrügt ihn von morgens bis abends. Er sagt, bitte geh mit mir, bitte. Wohin? Zu Jahannam? Wohin soll sie mit dir gehen? Ja, Achi, Wallahi, schämst du dich nicht, dass eine dich an der Kette herumführt und dich in Jahannam zieht und du sagst, bitte zieh doller und streng. Was ist los mit dir, ja Bruder? Liebst du etwas mehr als Allah, subhanahu wa ta'ala, und wegen ihr praktiziert er seine Religion nicht, weil die sagt ihm, ich möchte, dass du nach meiner Nase tanzt. Schaut mal, wie gefährlich das ist, dass du neben Allah etwas anderes liebst, wie man nur Allah Azza wa Jalla lieben darf, aber Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Aber die Gläubigen, sie lieben Allah am meisten. Ein Gläubiger setzt nichts zwischen sich und Allah Subhanahu wa Ta'ala in der Liebe. Nicht mal deiner Ehefrau gibst du diese Stellung, dass sie dir wichtiger ist als Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah. Aisha radiallahu anha wa ardaha, sie sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war immer liebevoll zu uns und er hat sich um uns gekümmert. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er stand im Dienste seiner Familie. Das heißt, er hat seiner Familie auch geholfen. Ich weiß, diesen Hadith überlesen die meisten. Kann sein, dass man manchmal Augenprobleme hat. Nein. Er hat der Familie geholfen im Haushalt. Aber als der Adhan ertönt ist, haben sie ihn nicht mehr gesehen. Er war weg. Jetzt ist nur die Zeit zwischen mir und Allah subhanahu wa ta'ala. Schaut. Keine Komplimente. Wenn die Pflicht ruft, darf nichts zwischen dir und Allah stehen. Wenn du hörst, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dann darf nichts mehr zwischen dir und Allah stehen. Weder deine Arbeit, noch deine Frau, noch deine Kinder, noch dein Kaufgeschäft, nichts. Allahu Akbar bedeutet, Allah ist der Allergrößte. Wer soll zwischen dir und Allah stehen? Nicht, dass du mir sagst, ich höre den Adhan hier in Deutschland nicht. Du weißt doch, wann die Gebetszeiten sind, oder? Warum bist du in dieser Zeit nicht in den Moscheen und betest mit deinen Brüdern und Schwestern? Liebe Geschwister, lasst uns jetzt darüber reden, wie merke ich, dass ich Allah subhanahu wa ta'ala liebe. Und verzeiht mir, dass wir etwas länger machen, denn ich denke, wir sitzen nicht jedes Mal zusammen und wir wollen die Zeit heute genießen, indem wir nur mit Allah subhanahu wa ta'ala verbringen. Möge Allah uns Liebe zu ihm subhanahu wa ta'ala verschaffen. Erster Punkt. Niemand kann behaupten, dass er Allah liebt, während er es nicht liebt, Allah subhanahu wa ta'ala zu treffen. Ich habe eine Frage an dich, lieber Bruder und liebe Schwester. Mal angenommen, du hast neu geheiratet. Okay? Du freust dich natürlich, deine Frau zu sehen. Und stell dir vor, das ist der Tag, an dem ihr heiraten werdet. Freust du dich sehr, deine Frau zu sehen? Und es ist kein Problem, du darfst dich freuen. Aber eine Frage: Ist dieses eine größere Freude, als Allah begegnen zu wollen? Du musst die Begegnung mit Allah am meisten lieben. Subhanallah al-Azim. Leider aber ist unsere Liebe zu diesem Leben
viel stärker als die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister. Und dieses wird uns in das Verderben stürzen, denn es gibt Leute, sie lieben Allah nicht zu begegnen. Es gibt Leute, wenn Allah ihnen die Wahl lassen würde, dass sie für immer in diesem Leben leben, und wenn es ein erniedrigtes Leben ist, dann würden sie sich damit zufrieden geben. Hört, was Allah Azza wa Jal über die Juden sagt. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ Und du wirst sie vorfinden als die gierigsten Menschen nach Leben. Warum sagt Allah das? Das ist, was Allah sagt, ja? Nicht, dass man morgen schreibt, Abul Bara greift die Juden an. Immer im Koran lesen, Leute, und dann werdet ihr schlauer werden. Du wirst sie vorfinden als die gierigsten Menschen nach Leben. Eine Frage, steht bei den Juden geschrieben, dass sie am Tage der Auferstehung zurückkehren? Antwort, ja. Aber sie wollen nicht zu Allah zurückkehren, stattdessen begehren sie dieses Leben in dieser Dunya, auch wenn es das erniedrigste Leben ist, weil sie wissen, nach dem Tod kommt die Abrechnung. Also freuen sie sich auf jede Art von Leben, und wenn es das erniedrigste Leben ist, Hauptsache sie bleiben in dieser Dunya. Bist du auch so? Das war kein Lob von Allah an die Juden. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ Du wirst sie als die gierigsten Menschen nach Leben vorfinden. Obwohl sie gesagt haben, dass sie die Auserwählten bei Allah sind. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen geantwortet, indem er sagte, فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ Wünscht euch den Tod, o ihr Juden, wenn ihr wahrhaftig seid. Wenn ihr denkt, ihr seid die Auserwählten und Allah wird euch nur Gutes geben und bei Allah findet ihr Paradiesgärten, dann wünscht euch doch den Tod, wenn ihr wahrhaftig seid. Jemand, der weiß, dass er in das Paradies hereinkommt, wird er sich den Tod wünschen? Antwort, was denkt ihr? Taib, wenn ich euch heute sagen würde, wenn ich zum Beispiel ein Prophet wäre, wenn ihr heute stirbt, kommt ihr morgen in das Paradies. Willst du noch eine Sekunde hier leben? Was denkst du? Nein, Wallahi, keine einzige Sekunde. Warum? Weil wir begehren nicht die Dunya, sondern wir begehren die Akhira. Und diese Juden, sie haben behauptet, wir sind die Auserwählten bei Allah. Allah liebt uns am meisten. Kein Stamm liebt er mehr als wir. Allah hat die Antwort ihnen gegeben. So wünscht euch doch den Tod, wenn ihr wahrhaftig seid. Haben sie sich den Tod gewünscht? Antwort, nein, weil sie wussten, was sie an Sünden vorausgeschickt haben. Du wünschst dir den Tod nicht, weil du weißt, wie viele Sünden du noch auf dem Kerbholz hast. Das ist der einzige Grund, was uns die Begegnung mit Allah vermiest. Denn wenn du diese Sünden nicht hättest, wenn du wirklich ein reines Herz hättest, wie viele Leute behaupten, dann würdest du dir den Tod wünschen, weil du weißt, zwischen dir und dem Paradies steht nur der Tod. Du weißt es. Und wer kann dich besser versorgen als Allah? Weil Allah ist die schönste Versorgung, liebe Geschwister. Wer möchte das nächste Leben mit diesem Leben eintauschen? بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى Bevorzugt ihr etwa das diesseitige Leben, während das nächste Leben, das Jenseits, besser und ewiger ist? Wer möchte das bevorzugen? Du hast die Wahl zwischen einem Tod hier in dieser Dunya oder ewig zu leben in der Akhira. Du hast die Wahl zwischen Krankheit und Kummer in dieser Welt oder ewige Zufriedenheit in der nächsten Welt. Du hast die Wahl zwischen Unzufriedenheit hier und Ungerechtigkeit erleben oder dass du Allah subhanahu wa ta'ala begegnest und ab jetzt dir niemand mehr etwas antun kann. Niemals mehr wirst du krank. Möchtest du nicht in das Paradies? So wünscht euch den Tod. Aber ich denke, es gibt viele Leute, die wünschen sich nicht den Tod, weil sie wissen, wie viele Sünden sie auf dem Kerbholz haben. Ja, Achi, ich gebe dir heute eine Medizin dafür. Und ab jetzt wirst du dir den Tod wünschen, inshallah ta'ala. Und wenn du heute stirbst, dann freust du dich. Fatima radiallahu anha, sie hat ihren Vater in den letzten Minuten an ihre Brust gedrückt. Seine Tochter Fatima radiallahu anha. Und sie hat bitter geweint, weil es die letzten Momente des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren. Und sie schaute ihn in die Augen
und sie wollte, dass er ihr etwas sagt, was ihr Herz wieder erleichtert. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ab diesem Tag wird keine Sorge mehr auf deinen Vater lasten. Wenn ich sterbe, gibt es keine Sorgen mehr danach für mich. Bist du sicher, dass du bei Allah was Gutes bekommst? Dann weißt du, dass der Tag des Todes der beste Tag für dich ist. Weil ab hier gibt es keine Sorgen mehr für dich. Solange du hier geprüft wirst in dieser Dunya, besteht die Gefahr, dass du durch die Prüfung durchfällst. Möge Allah uns standhaft machen. Aber wenn du gestorben bist mit dem Islam, mit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte: Man kana akhiru kalami La ilaha illallah, dakhal al-Jannah. Derjenige, dessen letzten Worte La ilaha illallah sind, er wird das Paradies betreten. Aber wenn du immer in dieser Dunya abgelenkt warst vom Gedenken an Allah, dann wirst du auch zum Zeitpunkt des Todes abgelenkt sein. Und du wirst nicht einmal diese Worte sprechen, sondern vielleicht stirbst du mit dem Namen deiner Freundin Jasmin. Soll Jasmin das letzte Wort sein, was du sprichst? Liebe Geschwister, wir sind mit La ilaha illallah in den Islam hereingekommen und wir gehen von dieser Welt mit La ilaha illallah und verabschieden uns. So sein es. Möge Allah uns standhaft machen. Möge Allah azza wa jal uns das Beste im Diesseits und im Jenseits geben. Liebe Geschwister, das Sterben ist der Schlüssel zum Eintritt in einer Welt, wo man Allah subhanahu wa ta'ala trifft. Wenn ich dich frage, wann möchtest du sterben? Du sagst mir, wenn Allah subhanahu wa ta'ala will. Natürlich, wenn Allah azza wa jal will. Aber wenn ich dich jetzt frage, wann wäre es dir recht zu sterben? Der Gläubige hat nur eine Antwort. Was denkt ihr? Hä? Sofort. Sofort. Und deswegen sollten wir diese Worte verstehen von Allah subhanahu wa ta'ala: Wünscht euch den Tod, wenn ihr wahrhaftig seid. Und solange du dir den Tod nicht wünschst, Allah zu begegnen, bist du nicht wahrhaftig. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'i. Derjenige, der die Begegnung mit Allah subhanahu wa ta'ala liebt, so liebt Allah auch die Begegnung mit ihm. Wenn du dich freust auf die Begegnung mit Allah, so freut Allah sich auf deine Begegnung. Und was soll dein Liebling dir antun, wenn du nur Dinge gemacht hast, die ihm subhanahu wa ta'ala zufrieden machen? Mu'adh ibn Jabal, als er kurz vorm Tod war, liebe Geschwister, dann sagte er: Allahumma inni qad kuntu akhafuk, فَأَنَا الْيَوْمَ أَرْجُوْ. O Allah, ich habe dich in der Dunya gefürchtet und heute an diesem Tage begehre ich es, dich zu treffen. Heute an diesem Tage begehre ich es, dich zu treffen, denn du bist barmherzig mit mir. مَرْحَبًا بِالْمَوْتِ. مَرْحَبًا بِالْمَوْتِ. Herzlichst willkommen, O Tod. Allahu Akbar. Er hat den Tod hereingebeten zu sich. Das ist das schönste Leben, liebe Geschwister. Wallahi al-Azim. Dass du keine Angst vor dem Tod hast. Wisst ihr, wie viele Leute Angst vor dem Tod haben? Manchmal seht ihr einen Mann, der ist 2 Meter groß, wiegt 150 Kilo, du denkst, ein ganzer Mann. Dann sagst du ihm: Komm, lass uns über den Tod. Nein. Heute nicht. Hat Angst. Da helfen dir auch keine Muskeln. Der Iman, der Glaube, die Reinheit deines Herzens, dass du dir nichts vorzuwerfen hast. Machst du all deine Pflichten? Und wenn du einem Menschen Unrecht gegenüber antust, bittest du ihn um Verzeihung. Und wenn du eine Sünde machst, bittest du Allah um Vergebung. Dann mach dir bloß keine Sorgen, sondern erwarte diesen großartigen Tag, an dem Allah Azza wa Jal dir Barmherzigkeit geben wird. Ein Wüstenaraber wurde einmal krank, so wurde zu ihm gesagt: Du wirst sterben.
Man sagte zu ihm, zu dem wüsten Araber, du wirst sterben. Er fragte, wo gehe ich dann hin nach dem Tod? Es wurde zu ihm gesagt, zu Allah kehrst du zurück. Dann sagte er, der Verstand hatte, warum sollte ich es hassen, zu demjenigen zurückgebracht zu werden, von dem ich nur das Gute kenne. Allahu Akbar. Kennst du von Allah nicht nur das Gute? Wie oft hast du gesündigt und Allah hat dir immer wieder den Weg freigemacht zur Reue. Und manche Salaf-Gelehrten sagten, liebe Geschwister, O Allah, wenn du mich bestrafst, wenn du mich bestrafst, so liebe ich dich. Und wenn du barmherzig mit mir bist, so liebe ich dich auch. Sie wussten, Allah ist niemals ungerecht. Und wenn er jemanden bestraft, dann nur deswegen, weil er gerecht ist. Aber Allah Azza wa Jal, er möchte dich nicht bestrafen. Und deswegen hat er dir bis zum Ende deines Lebens die Möglichkeit gelassen, dass du bereust. Seht ihr nicht, dass manche Leute im letzten Atemzug bereuen? Ja, nee, ich meine kurz vor dem Tod. Wir haben gehört von einem Bruder, 80 Jahre war er gewesen. 6 Monate lang war er Muslim. Und wir möchten nicht wissen, was er alles an Sünden gemacht hat. 80 Jahre, eine Menge Zeit, liebe Geschwister. Er hat den Islam angenommen und 6 Monate nach diesem Islam hat Allah seine Seele genommen. Allah bestimmt für uns, was er möchte, liebe Geschwister. Denn dieses ist seine Huld und er gibt sie, wem er will. Der zweite Punkt, dass wir merken, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Niemand kann behaupten, Allah zu lieben, wenn er nicht bereit ist, für Allah auch Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Niemand kann behaupten, dass er Allah subhanahu wa ta'ala liebt, wenn er nicht bereit ist, Schwierigkeiten zu ertragen. Schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er lag eines Abends neben Aisha radiallahu anha wa ardaha. Und das war seine Lieblingsfrau, wie ihr gewusst habt, liebe Geschwister. Und dann hat Aisha ihn gefragt, als er in der Nacht aufgestanden ist. Sie sagte, wohin stehst du auf? Warum stehst du auf, O Gesandter Allahs? Er sagte zu ihr, lass mich meinen Herrn alleine anbeten. Gib mir die Zeit, Aisha, für Allah. Jetzt kenne ich dich nicht. Ich gehe, damit ich meinen Herrn Allah subhanahu wa ta'ala anbete. Und so hat er Allah angebetet, so lange, bis seine Füße angequollen sind, liebe Geschwister. Die Füße des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sind angequollen. Und er stand lange in der Verbeugung und er hat sich lange niedergeworfen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er war total erschöpft. Dann sagte man zu ihm, zu dem Gesandten Allahs, Allah hat dir doch bereits deine vorigen und deine zukünftigen Sünden vergeben. Willst du nicht kürzer treten? So sagte er, soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Allahu Akbar. Soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Soll ich Allah nicht beweisen, dass ich ihm danke für all die Gnaden, die er mir gegeben hat? Und er hat Erschwernis auf sich genommen, liebe Geschwister, weil er, sallallahu alaihi wasallam, wusste, was Liebe gegenüber Allah, subhanahu wa ta'ala, bedeutet. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, er berichtete uns von Engeln. Und ihr wisst, wir haben gesagt, es gibt 7 Himmel. Und diese Himmel sind gefüllt mit Engeln, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sagte uns, jede Handspanne breit ist ein Engel neben dem anderen Engel. Der eine Engel ist im Rukua, in der Verbeugung. Seit Allah die Himmel und die Erden erschaffen hat, hat dieser Engel die Position der Verbeugung eingenommen und er wird so lange in dieser Position verharren, bis die Stunde eintrifft. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte uns, und es gibt Engel, die sind die gesamte Zeit über in der Niederwerfung, seit Allah die Himmel und die Erden erschaffen hat und sie werden so lange bleiben, bis die Stunde eintrifft. Und wenn die Stunde eintrifft, sagen diese Engel zu Allah subhanahu wa ta'ala, Subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik. Gepriesen seist du, O Allah, der keine Fehler hat, wir haben dir nicht gerecht gedient.
Und diese Engel waren die gesamte Zeit über in der Verbeugung oder in der Niederwerfung, sprich, sie machen keine Sünden. Schaut, wie viele Sünden wir machen, aber Allah freut sich, wenn wir uns verbeugen und uns niederwerfen. Allahu Akbar. Als ein Sahabi, als ein Salaf-Gelehrter gewusst hat, wer die gewaltigen Engel sind, wie sie Allah subhanahu wa ta'ala anbeten im Himmel, dann sagte er Unais al-Qarni, er sagte, لَأَعْبُدَنَّ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ كَمَا تَعْبُدُ الْمَلَائِكَ فِي السَّمَاءِ. Ich werde Allah auf der Erde so anbeten, wie die Engel ihn im Himmel anbeten. Allahu Akbar. Ich werde die gesamte Zeit über Allah auf beste Art und Weise dienen. Das bedeutet, lieber Bruder und liebe Schwester, du musst Erschwernis auf dich, du musst Erschwernis in Kauf nehmen, damit du Allahs Liebe erreichst. Schaut mal, wie viele Leute zum Hajj gehen. Jedes Jahr. Und bei Allah, wer beim Hajj war, möge Allah uns dieses versorgen. Wer beim Hajj war, er weiß, wie anstrengend das ist. Liebe Geschwister, das sind viele Tage der Geduld. Das sind viele Tage der Geduld. Und du hast Millionen von Menschen. Du musst meistens eine halbe Stunde warten, bis du auf Toilette kannst. Überleg mal diese Geduld bei jedem Gebet, bei jedem Toilettengang. Das ist Geduld, die man zeigen muss. Du musst lange Strecken laufen. Die Hitze und die Erschwernis und das Drängeln der Menschen. Und das bei jedem Gebet. Aber subhanallah, wenn eine Person vom Hajj wiederkommt, was sagt er dir? Möge Allah mich nächstes Jahr wieder zum... Allahu Akbar. Obwohl all diese Anstrengung gewesen ist, liebe Geschwister. Und schaut mal, subhanallah al-Azim. Einmal gab es einen Gelehrten, sein Name ist Masruq. Er hat so lange Allah in der Niederwerfung angebetet, bis er eingeschlafen ist. Dann kamen seine Gefährten, sie sagten zu ihm, Masruq, ruh dich aus, ruh dich auf, tritt erstmal kürzer. So sagte er, es ist die Ruhe, nach der ich suche. Deswegen strenge ich mich so an, damit ich danach die ewige Ruhe habe. Allahu Akbar. Ein Mann, der verstanden hat, liebe Geschwister. Und ich möchte euch bitten, dass ihr diese Sache versteht. Wenn eine Frau ihren Mann liebt, steht sie nicht gern in der Küche und macht ihm etwas Leckeres zu essen. Wenn sie ihn liebt, steht sie nicht gern in der Küche und macht ihm etwas zu essen. Dieses, weil sie ihn liebt und sie bügelt ihm seine Klamotten. Während sie die gesamte Zeit dabei steht, aber sie macht es gerne, weil sie ihn liebt. Wieso machst du nicht so viel für Allah? Subhana wa ta'ala. Das macht sie nur, weil sie zufrieden ist, liebe Geschwister. Und ich beende, liebe Geschwister, mit dem Punkt. Ich beende mit dem Punkt, dass man, wenn man Allah subhana wa ta'ala wirklich liebt, die Sünden verlässt. Möge Allah uns unsere Sünden vergeben und möge Allah uns helfen, dass wir keine Sünden machen. Schaut mal, Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala, er prägt uns ein wunderschönes Beispiel. Ihr kennt einen Jagdhund. Das Herrchen, er schickt seinen Jagdhund los. Dann läuft der Jagdhund los und er ergreift die Beute und bringt diese Beute zu seinem Herrchen zurück, ohne dass er von ihr ist. Warum? Damit sein Herrchen mit ihm zufrieden ist. Das heißt, dieser Hund, der kein Verstand hat, er setzt seine Gelüste zurück, damit sein Herrchen mit ihm zufrieden ist. Habt ihr das verstanden? Ein Hund, der keinen Verstand hat, ergreift die Beute und bringt sie zu seinem Herrchen, ohne dass er etwas von ihr isst, damit sein Herrchen mit ihm zufrieden ist. Warum verzichten wir nicht auf unsere Gelüste, damit wir Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden sind? Und ihr werdet das alle bestätigen. Es gibt manche Männer, die sind verheiratet. Das sind Kuffar. Das sind keine Muslime. Er ist verheiratet und du fragst ihn, warum hast du keine anderen Bekanntschaften außer deine Frau? So sagt er dir, der Kafir, der nicht den Islam kennt. Er sagt dir, warum soll ich meine Frau betrügen? Ich liebe sie sehr. Schaut mal, für seine Frau stellt er seine Gelüste zurück. Wer von uns stellt seine Gelüste für Allah subhanahu wa ta'ala zurück, damit dieser mit ihm zufrieden ist? Möge Allah azza wa jal nicht er unsere Seele nehmen, bis er mit uns zufrieden ist. Möge Allah azza wa jal uns am Tage der Auferstehung helle Gesichter geben, leuchtende Gesichter geben, Gesichter, die ihm subhanahu wa ta'ala von morgens bis abends ansehen dürfen.
Möge Allah uns all unsere Sünden vergeben. Möge Allah Azza wa Jal uns die Barmherzigkeit in unsere Herzen legen. Möge Allah Azza wa Jal uns niemanden mehr lieben lassen, als ihn, den Allmächtigen, subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Und barakallahu fikum für euer gutes Zuhören, liebe Geschwister, aber Geld gebe ich euch nicht.